Oh Leute, es ist soweit. Counter-Strike wird heute am Mittwoch 25 Jahre alt. Was die Wolves daraus machen, werden wir heute Nacht dann wahrscheinlich sehen. Also das Update, wenn es zur normalen Zeit kommt, wird bei uns Donnerstagmorgen 1 oder 2 Uhr erscheinen. Aber bis dahin können wir uns ja schon mal die neuen Sachen angucken, die wahrscheinlich kommen werden. Let's go! Das ist jetzt der Moment. Da platzt mir verdammt nochmal der Kragen. Zuallererst schauen wir uns die Keychains an. Hier wurde ja gefragt, ob die Gegner verdecken können werden. Es gibt hier schon sehr alte Konzepte. Das Video ist, glaube ich, schon 3 Jahre alt. Hier sieht man, dass die Keychains, je nachdem, wo sie angebracht sein könnten, für keine Verdeckung sorgen. Zumindest bei den großen Waffen. Bei kleineren Waffen muss man halt gucken, wo die schlussendlich sein werden. Aber wenn sie unten fast bei der Hand hängen werden, ist auch das jetzt wahrscheinlich keine so große Problematik. Es könnte bei vertikaler Aimung ein klein wenig dazu führen, dass du halt einen Gegner unter dir, der sowieso fast von deiner Hand verdeckt ist, dann gerade so nicht sehen kannst, weil halt der Schlüsselanhänger so ein Ticken noch über dem Gegner hängt. Aber so overall sieht das hier, finde ich, zumindest relativ vernünftig aus, sofern der Schlüsselanhänger nicht zu weit vorne an der Waffe angebracht ist. Je weiter hinten er an dir dran ist und an dem Skin liegt, desto weniger Gegnerverdeckung werden wir haben. Aber natürlich werden dann die Skins verdeckt, klar. Dann kannst du vielleicht deinen Lieblingsteil von dem Skin nicht mehr sehen, weil der Anhänger da rumhängt, den du aber logischerweise, davon gehe ich fester aus, auch einfach abmachen kannst. Also entweder hast du einen dran oder nicht. Die neuen möglichen Maps werden aktuell auch stark aufgehypt. Catfood hat zum Beispiel zu seiner Map Mills ein allererstes Smoke-Tutorial gebracht. Darauf hat dann sogar der offizielle CS2-Twitter-Account reagiert. Mit der üblichen Manier, wie sie es halt immer machen. Viele gehen davon aus, dass das hier bedeutet, dass die ganze Sache auf jeden Fall wahr ist. Die Counter-Strike-Leute sind schon immer Trolls, aber eigentlich nicht in der Hinsicht, dass sie ja sagen, oh, wir bringen heute ein richtig krasses Update raus und dann ist es einfach ein Mittelfinger. Es kam schon vor, dass sie was angeteasert haben und kurz darauf gesagt haben, na, wir schaffen es nicht. Sorry, habt ihr morgen Zeit? Und dann kam es halt einen Tag später. Das hier ist für sehr viele ein Indiz dafür, dass das Ganze wahr ist und ja, die Wolves vielleicht gar nicht so zufrieden sind, dass es jetzt hier einfach alles so gezeigt wird. Aber naja. Und genau deswegen dachte ich mir, schauen wir uns mal die neuen Maps an. Guck mal, da liegt ein Blatt. Hier bin ich jetzt gerade in den Netherlands auf Mills. Das hier ist eine Casual 5-on-5 Map, die man möglicherweise nicht aus dem Wasser heraus spielen kann. Ich mache jetzt mal das Radar mit an, dass wir uns ein bisschen besser zurechtfinden können. Und guck, ob man da laufen kann. Ja. Der City Spawn sieht schon mal sehr nice aus. Guck mal, da ist sogar eine Disco-Kugel. Hier geht es dann rüber Richtung A. Schöne Aussicht auf jeden Fall. Wobei, vielleicht macht er dann noch ein bisschen was davor, dass man da nicht so weit gucken kann. Aber sonst hier die Details auf der Map. Banger. Holy shit. Sieht sehr, ach, der Koning Wisser. Ich nehme einen Thomas, bitte. Einen gemahlenen Thomas. Wir gucken uns mal die A-Side an. Hier darf man wahrscheinlich auch wieder nicht ins Wasser, aber hier darf man drauf laufen. Okay. Ja, das sieht doch ganz sweet aus, neulich. Die Tees könnten dann von hier kommen, von Mitte. Oder natürlich direkt hier halt über A-Lang, wie die Coolen sagen. Hier ist so ein kleiner Connector aufgebaut, neues. Und dann geht es hier in einen ja, recht großen Bereich nochmal, auch sehr offen, zum T-Spawn nach da hinten. Fußball kann man sicherlich auch spielen. Geil. Ja, und hier spawnen die Tees. Oh, kann man da hoch? Ja! Das ist natürlich sweet. Oh, das ist ja geil. Hier nochmal so eine kleine Verschachtelung. Na, einmal hier geht's rüber zu B und dann hier ist dann Mitte halt wieder, ne? Wir gucken uns mal die Mitte an, da waren wir jetzt noch gar nicht. Ich mache jetzt natürlich auch nicht die gesamte Map, dass ich hier sage, oh, guck mal, da hinten kann man übrigens in so einen Geheimgang rein und, ne? Oh, das ist ja wirklich ein Geheimgang. Ja, sondern ich schlapp mal nur kurz drüber. Das war jetzt hier, wie gesagt, die Mitte. Hier gibt es bestimmt auch heiße Fights. Hier geht es dann wiederum rüber auf A über den Connector. Und ist das hier eine Bäckerei? Ach, guck mal da. Fällt das Brot runter? Oh, Catfood, du Macher. Und jetzt gucken wir uns noch die B-Side an. Und die sieht doch auch, ja, schanuckelig aus. Oh, da kann man ja mal hier ganz frech ballern. Hier, dann Boosted ballern. Ja, also das ist eine schöne Map. Gefällt mir sehr gut. Pool Day habe ich euch ja schon mal vor einiger Zeit gezeigt. Man kann hier so richtig schön die Sachen kaputt machen. Die zischen dann und werden halt small. Man kann die Dinger auch ins Wasser reinschmeißen und die schwimmen dann auf dem Wasser rum. Und wenn man sie kaputt macht, gehen sie unter. Es sind sehr schöne Details und die Map ist, ja, man hat direkt wieder das Feeling von früher. Einige haben jetzt schon geschrieben, die Map ist doch viel zu klein für Arms Race. Ja, also nach den heutigen Maßstäben, gerade in CS2, wirkt ja alles so riesig oder ist alles so groß geworden. Aber nach den früheren Maßstäben ist das hier eine super Map. Das ist halt einfach so, ne? Spawns und bist halt dann entweder direkt tot oder kriegst einen Kill und kannst einen Ticken laufen. Das ist halt das Flair von damals, ne? Das ist halt wirklich sehr fast-paced, es geht sehr schnell. Es ist halt kein langes Hin- und Her-Gedödel oder großartiges, na gut, gekämpfte Verstecke sicherlich, ne? Gibt bestimmt Vögel, die sich hier reinhocken und dann warten, bis einer kommt. Das ist natürlich dumm, aber
So war das halt damals, ne? Wie, man kann das nicht benutzen, hallo? Aber die Toiletten gehen doch, oder? Hä? Ich bin mir sicher, dass man bei 1.6 die Pissoirs benutzen konnte, die hier gar nicht mehr vorhanden sind. Aha. Naja, egal. Ja, also, bis auf die Spiegelung, die noch fehlt, ist alles super. Ich denke, Terra kennen die meisten schon. Die Map haben wir in den Streams auch schon sehr, sehr oft gespielt über eSportal. Also einfach dort im Gather 5 gegen 5. Das ist eine sehr, sehr schöne Map hier in Greece. Und ja, also, wie gesagt, dieser Teaser oder die Map an sich ist halt schon sehr, sehr lange spielbar über den Workshop. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die jemand bis jetzt noch nicht gespielt hat. Ja, Terra ist auf jeden Fall auch eine nice Map, macht echt Spaß und kann, wie gesagt, auch einfach im Classic bespielt werden im 5 gegen 5. Ich hoffe, das schlägt mich jetzt keiner, weil ich nur so kurz war. Wie gesagt, die ist schon ewig da. Und jetzt kommen wir endlich zu den Wingman-Maps. Hier haben wir einmal Assembly und das ist, ja, wie der Name schon sagt, ein Bereich, in dem zusammengebaut wird. Hier ist es in dem Fall ein Flugzeug und hier sieht man schon von außen, dass es hier extrem viele Ecken und Punkte und Teile gibt, an denen man rumdödeln kann. Also man hat hier einen Spot, und zwar A. Hier ist ein recht großer Outside-Bereich, an dem man rumtingeln kann. Und wenn man da oben überall drauf kann, dann flippe ich aber komplett. Das ist ja Wahnsinn, wie viele Ecken und vertikale Aim-Bereiche es dann hier gibt. Krass, okay. Hat auch so ein ganz klein wenig COD-Feeling. Vielleicht einfach nur wegen dem Flugzeug. Ich weiß nicht, warum ich hier COD-Feeling habe, aber bisschen COD-Feeling hat's. Gucken, ob man auch auf die Treppe da oben kann. Das hier ist übrigens der A-Spot. Also hier kann man die Bombe in diesem gesamten Bereich legen. Die CTs können dann von hier interferieren. Über das Ding oder was? Sich hoch, kann man da hochklettern? Ah ja, ich glaube, da oben kann man gar nicht hin. Es ist zwar perfekt ausgebaut, aber da kannst du leider gar nicht drauf. Schade. Aber es wäre vielleicht auch zu heftig hier oben, weil man die gesamte Map im Blick hat. Da kommt man da doch irgendwie drauf. Nee, ich stehe ja auf der Map, oder? Ja, also ich bin auf jeden Fall in einem Bereich oder auf einem Bereich, auf dem man nicht sein darf. Nach Wingman-Maps wurden ja die letzten Monate bereits mehrfach gefragt oder eigentlich schon lautstark geschrien, weil die vorhandenen Maps halt einfach langsam langweilig werden. Es gibt viel zu wenig und Wingman ist ein Modus, den man halt so einfach spielen kann, weil du nur einen einzigen Mate brauchst und nicht wie für Matchmaking oder Premiere halt vier. Darum kannst du hier auch mal locker eine Runde Wingman eben reindaddeln. Also mein Mate zum Beispiel, der zockt eigentlich fast nur Wingman, beziehungsweise wärmt sich damit zumindest immer erstmal auf. Und da ist es halt dann einfach notwendig, dass man irgendwann auch mal mehr Maps hat, als nur die paar, die halt gerade da sind. Und als nächstes haben wir die wunderbare Map Memento, in der man gar nicht ins Wasser schlappen kann. Sieht aber wunderschön aus. Ich bin jetzt hier gerade auf dem City Spawn und A, der zu blendende Spot ist direkt hier oben und dann links. Zack, das ist auch, oh, guck mal da, die Hochzeit, herrlich. Zwei wunderschöne Figuren, kann man die etwa, jetzt flippe ich aber gleich. Das ist, ah, schade, dass die Gläser nicht auch noch kaputt gehen. Ja, wäre vielleicht ein bisschen viel zu berechnen. Das hier ist also A-Side, da hinten ist der City-Spawn, in die Richtung kommt dann auch nochmal der City-Spawn hier unten. Okay, dann kann man hier einmal außen rum gehen über, keine Ahnung, Long oder was. Und dann hier einmal wieder Richtung, oh, auch sehr verschlungen. Vor allem auch wieder vertikale Ballerei. A-Spot, von oben ein Bereich, auf dem man dann auch nicht alleine hochkommt, aber sich hochboosten lassen kann. Und dann geht es dahin eben Richtung T-Spawn, der dann direkt hier zu sehen ist. Auch sehr, sehr schön. Guck mal da. Also da kann ich es kaum erwarten, hier drauf zu daddeln und Wingman zu spielen, Heidenai. Und dann im besten Fall natürlich noch mit einer Operation vereint irgendwelche Missionchen hier machen. Hier kommt man dann auch wieder Richtung A. Och, guck mal, du hast ja sogar noch einen Paternoster-Fahrstuhl. Der Mainweg von den Tees auf A ist dann dieser hier. Oder aber hier über diesen Punkt da oben, das habe ich euch ja schon gezeigt, da geht man über diese Serpentinenstrecke hoch und kann dann da reinfetzen. Der Ersteller von Assembly hat übrigens eine Homepage erstellt, airalmas.com, auf der man das hier sehen kann. Ist auch nochmal so ein Punkt, bei dem dann viele gesagt haben, also das kommt auf jeden Fall was. Es sind genau die gezeigten Maps, plus natürlich halt seine, die jetzt hier gerade nicht zu sehen ist. Also wie eben gesehen, Memento, Terra, Mills und dann halt hier Waterpark, aka Pool Day. Das hier ist auch ein schönes Gimmick, das er hier eingerichtet hat. Man kann sogar weiter gucken und sich andere Maps anschauen. Ach, guck mal da, das ist doch hier diese andere Wingman-Map, die es vor ein paar Jahren gab. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Achso, man kann da draufklicken. Ach, Ravine, genau, ja, Ravine. Hier kann man jetzt nicht draufklicken, aber auf France und das hatten wir dann hier Palais. Ah ja. Ach, guck mal, das ist hier unten dann auch die anderen bereits vorhandenen Maps. Und ja, auf der Mainpage stehen eben diese Featured Destinations. Also ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass in genau diese Richtung etwas kommen wird. Was man übrigens vergangene Nacht in der Steam Database gefunden hat, war ein Update von Danger Zone, Localization Updates. Also es könnte
oder viele mauschen halt, dass in die Richtung auch irgendwas kommt. Es steht zumindest fest, dass Valve nach wie vor an Danger Zone arbeitet, also sie halt noch nicht ganz fertig sind. Mal gucken, ob das jetzt vielleicht die finalen Züge sind. Bei dieser Sache hier hat sich mittlerweile rausgestellt, so wie ich es gestern auch gesagt habe, dass das eine China-eigene Sache ist, die da stattfindet. Es kann natürlich nach wie vor verbunden werden mit der Sache, die wir alle dann haben dürfen, Operation oder was weiß ich. Aber es geht hier bei diesem chinesischen Ding im Speziellen um ein Event, das eben ausschließlich in China stattfindet, wo man dann irgendwie Skins erspielen kann oder was, irgend so ein Gekruschel. Aber das habe ich gestern im Streamer schon gesagt, dass, ja, die Chinesen sind da relativ eigen und machen, also haben schon öfter so eigene Sachen gemacht, die halt vom Rest der Welt komplett abgekapselt waren. Ja, soweit zu den Maps und den Keychains. Skinmäßig, also CS25-Case-mäßig, gibt es gerade noch nichts. Aber eine Sache ist noch recht wichtig zu erwähnen. Und zwar gibt es bei uns auf Twitch ja aktuell diese Gloves im Giveaway. Also gerne rumkommen, das läuft noch 2,5 Wochen. Da kann jeder von euch mitmachen, einfach dazukommen, Stream schauen und mit dabei sein. Der Link ist in der Videobeschreibung und ich bin 3-mal die Woche live. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Es ist bestimmt auch zwischendurch irgendwo hier im Video gestanden. Und jetzt haben wir auch noch geschwind eine Kleinigkeit raus. Und zwar eine Glock 18 Moonrise in FN, meine Damen und Herren. Und bei dem Giveaway können alle die mitmachen, die in ihrem Kommentar auch etwas über die Map-Situation schreiben. Also diese neuen Maps, wie findet ihr sie? Wie gefallen euch vor allem die Wingman-Maps? Freut ihr euch drauf oder sagt ihr, nee, haut's gerne in die Kommentare und dann lesen wir uns dort. Achso, noch ganz kurz wegen dem Update jetzt, weil heute Nacht schon voll viel im Stream waren und gesagt haben, oh, gleich ist 0 Uhr, das Update kommt. Ich habe es euch da ja schon versucht auszureden. Die Volvos hocken nicht da und gucken auf die Uhr und sagen sich, wann ist in Deutschland der 19.06., ne? Sondern sie haben am 19.06. Geburtstag in ihrer Zeitzone. Sie pressen irgendwann das Update raus, das geht an alle. Und wenn sie den üblichen Update-Rhythmus oder vielmehr die Update-Zeit nutzen, dann kommt es bei uns nachts. Also jetzt dann heute Nacht, wenn sie pünktlich ein Update bringen. Wenn es früher kommt, freuen sie natürlich trotzdem alle, klar. Oder es kommt erst in ein paar Tagen, in der Woche oder in einem Monat. Mal gucken. Beim 20-jährigen Jubiläum kam direkt an dem passenden Tag etwas und dann 3 Monate später nochmal ein riesen Nachschlag zum Jubiläum. Also es kann alles sein. Ich werde natürlich trotzdem heute Nacht auf jeden Fall Steam und die Update-News abcampen und wenn irgendwas da ist, haue ich es euch natürlich direkt in Videoform raus. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, für die Kommentare, für die Likes. Danke auch fürs Reinschauen in den Stream. Wir haben gestern wieder so viele neue Leute gehabt, die vom Video direkt in den Stream kamen. Banger. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sehen uns dann, wenn ihr Zeit und Lust habt, morgen im nächsten Stream. Lasst es krachen und bis dann. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken, fetten Mutter auf die Instagram-Messe.